In jedem Fall dürften unsere Informationen wahrscheinlich etwas aktueller sein, es sei denn, er hätte noch einmal Leute losgeschickt. Wie dem auch sei, es scheint nicht, als ob er jemals nach Romilis wollte, sondern als ob dies hier sein Ziel wäre. Und wenn wir ihn dazu bringen können, Jelnans Truppen abzufangen, würde dies Druck von Romulus nehmen. Auch wenn wir ihm dies so vielleicht nicht unbedingt erklären sollten. Ich weiß nicht. Warum würdet ihr es nicht so erklären wollen? Scheint mir so, als wären er und seine Schwester sich Feind. Es könnte sein, dass hier persönliche Beziehungen der beiden einen Stein in den Weg legt, den wir nicht brauchen. Und diesen Herzog abzufangen, ist seiner selbst genug. Das stimmt wohl. Ich denke nur, mir ist nicht wohl bei dem Gedanken, dass wir Geheimnisse haben, wenn vielleicht keine sein müssen. Wir müssen erwägen, ob wir in dieser Hinsicht, in militärischer Hinsicht, mit ihm offen sprechen können. Eigentlich wäre ich dafür. Ich denn dagegen, ihm zu sagen, dass da eine Truppe Paktierer sich nähert und er könnte sie aufreiben? Nichts. Sehe ich ähnlich. Warum er dies tut, ist doch wohl, ist ihm doch egal. Und wenn wir nebenbei noch in Erfahrung bringen können, wie er zu seinen diversen Verwandten steht. Nun, diese Information könnte uns auch später noch von Nutzen sein. Ja, die, die ihn verraten haben, wird er vermutlich nicht mögen. Ich denke nicht, dass ihn jemand verraten hat. Er ist der Verräter. Das sehen Verräter meist anders. Auch eine Sache, die wir vielleicht in seinem Beisein nicht näher erörtern sollten. Man hat sich ja gegen ihn gestellt. Sonst wären die ja nicht mehr an der Macht, sondern Ravin, ihm was in hältst Exil gefolgt. du? Was hältst du davon, wenn du mit Hanswin einfach gar nicht sprichst? Das war eh der Plan. Nun, was die Beziehungsarbeit angeht, Sulamin, würdet ihr euch dieser annehmen? Mir scheint, als ob die meisten Leute einer Geweihten der heiteren Herren doch etwas offener sind als gegenüber beispielsweise einem Bannstrahler oder Pfeil des Lichts. Ich übernehme diese Aufgabe gerne, aber ihr solltet mich vielleicht noch aufklären, damals als Anzuin verbannt wurde. Seine Schwester war damals schon Herrin über Romilis? Und was ist mit diesem Okurian? Also ist es wahrscheinlich, dass er ihnen persönlich die Schuld für was auch immer gibt, oder? Nun, so Also, wie ich es macht ihrer viel. sprecht, sprecht. Es ist euer Land. So wie ich es verstanden habe, ihr müsst verstehen, das war noch lange vor meiner Zeit, also nicht lange, aber trotzdem. Es ist schon eine ganze Weile her und ganz genau weiß ich es nicht. Ich meine aber, mich daran zu erinnern, dass die Fürstin Irmegunde recht schnell gesagt hat, dass sie sich von ihm lossagt. Jalan, wisst ihr noch genauer, was da los war damals? Und so alt bin ich auch wieder nicht. Was Nein, war nein, denn? nein. Aber es kann ja sein, dass euer Schwertherr euch das gesagt hat. Ich versuche Mann. mich auch zu erinnern. Wie Also er lange hat ist doch das denn gesagt, her? das 10 Jahre? 20 Jahre? Mann ist alt, aber nicht tot, also. Es ist etwas über 20 Jahre her. Er hat doch gesagt, dass er verurteilt wurde, weil er angeblich den Kaiser vergiften wollte. Das streitet er ab. Natürlich tut er dies. Den Prinzen. Ja, wen auch immer. Ruhayas Vater. Genau. Prinzipien Ja. damals noch. Und dem Fakt, dass die, die jetzt noch in der Rahmen der Familie noch an der Macht sind, haben sie ihm vermutlich nicht die Treue gehalten. Nun, er wurde offiziell verbannt. Er wurde nicht aus der Familie zu dieser Zeit verstoßen, aber er wurde verbannt. Die Verbannung aus der Familie geschah erst später durch Rohaya bzw. durch Irmegunde.
Richtig, diese Feder, die geschickt wurde. Könnte er Ukurian eventuell positiver gegenüberstehen? Ist dieser jünger? Er ist wesentlich jünger, ja. Sowohl Ukurian als auch Emigon sind beide wesentlich jünger. Nun, ich denke nicht, da Ukurian ja auch dem Haus Gareth, der anderen Seite des Hauses Gareth, die Treue hält. Nun, wir werden sehen, was wir in Erfahrung bringen können. Hat jemand von euch Gefahreninstinkt? Nö. Nein. Sulamin? Nein. Nein. Ihr könnt erkennen, wie Mira wohl so ein bisschen im Schnee rumtollt und spielt und sich über den Schnee freut. Braves Mädchen. Ich will mir mal eine Sinnschärfeprobe hören. Sulamin kann sich so ein bisschen darauf konzentrieren, als ob es so ein Geheul gibt von den Hügeln vor euch. Geisterhaftes Surren und Summen. Hört ihr das? Nein. Was hört ihr? Könnten das wieder diese zweiköpfigen Hunde? Nein. Ich kann es nicht sagen, aber irgendetwas? Kommt es näher? Dort von den Hügeln. Sulamin, zeig mal in die Richtung. Das werden wohl Wölfe sein. Macht euch da keine Gedanken drum. Haltet vielleicht den Bären in der Nähe. Nicht, dass er sich noch mit irgendwem Revierstreitigkeiten liefert. Ja, Schatz, komm doch mal zu Papa Raffin. Seht ihr? Mira hat bestes Benehmen. Was muss man ihm geben? Ihr. Meine Güte, Greifenmund. Frauen, das ist wirklich ein einziges Rätsel. Bitte wie? Der Bär ist eine Frau. Ich meinte ihm im Sinne von dir, Raffin. Ja. Ich lasse es nicht dem Bären an und rechne es ihm auch nicht an, dass er gut dressiert ist. Das ist wohl dein Verdienst. Der Bär benimmt sich ausgezeichnet, weil sie eine ausgezeichnete Bärin ist. Ja, Mira, mein Engel. Seht ihr? Seht ihr, wie sie die Zähne gefletscht hat? Das machen nur die besten Bären. Nur die besten. Hat sie es auch gehört. Nun, ich habe auch etwas gehört. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich weiß, worum es sich handelt. Das ist einfach nur eine besondere Art Gras. Man nennt es Dämonengras. Aber naja, das ist einfach nur ein Beiname, weil es sich so scheußlich anhört. Dieses verfluchte Zeug schon wieder. Haben wir in der Warung keiner auch schon mal gesehen. Was macht das? Es heult. Krach. Es heult. Es ist natürlich einfacher, sich bei so einem Geheul anzuschleichen, aber es ist selber nicht gefährlich. Und wenn es so weit weg ist, dass wir es bis hierhin kaum hören können, wird es sicherlich wohl kein Nachteil sein. Ist das hier heimisch oder ist das ein Anzeichen der Ausbreitung der Schwarzen Lande, wenn ihr sagt, dass ihr es in Wahrung gesehen habt? Ich bin kein Pflanzenkundler. Da müsstet ihr den guten Trondweg fragen. Ich denke nicht, dass es aus dieser Sphäre stammt, aber... Nun, über seine Herkunft weiß ich tatsächlich wenig. Ich habe es schon öfter gesehen und es sah nicht merkwürdig oder verunstaltet aus. Nun, wenn ihr sagt, es sei nicht gefährlich. Nun, meiner bisherigen Erfahrung nach, nein. Es hört sich eben scheußlich an. Wir sollten vielleicht trotzdem Wachen aufstellen bei Nacht. Sollten wir sowieso, Abelmir. Abelmir, das tun wir doch immer. Weil ihr immer in Frieden durchschlaft, heißt es nicht, dass der Rest von uns nichts tut. Ich schlafe nur so viel, wie man mir zugesteht. Er ist ein Magier, er muss natürlich regenerieren. Seht ihr? Ja, schieben wir es aufs Magier sein, auch wenn Spogelsen das trotzdem schafft, aber ja, ist ein Magier. Warum spricht er von Abelmir, als würde er mit seinen Bären reden? Ich weiß nicht. Du
tut er nicht. Er klingt viel liebevoller, wenn er mit der Bärin redet. Die Frau kennt mich. Außerdem hat der Bär viel besseres Benehmen. Der macht nicht irgendwelche Alchemisten kaputt. Irgendwelche Läden geplündert. Hab ich nicht vergessen. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ah, Galles ist also... Oder hieß diese Scheißstadt Galles? Ich glaube. Ach, diese ollen Kamellen. Ja, ne? Nun nicht so viel Scheiße bauen würdet. Nichtsdestotrotz sollten wir in der Frau Wachaufstellung machen. Selbstverständlich sollten wir das. Ich glaube zwar nicht, dass bei diesem Schnee sich jemand anschleichen könnte. Gute Frage. Es liegt hier ja überall Schnee herum, aber wieso hören wir denn das Gras trotzdem? Nun, vielleicht ist dort sehr viel Wind und es wurde der Schnee weggeweht? Oder vielleicht ist dort irgendwo ein Lager, wo der Schnee von anderen Leuten weggeräumt wurde. Und der Schnee ist nicht niedergedrückt? Wir müssen uns einfach mal anschauen. Ihr werdet alle keine Ruhe geben, bis wir es getan haben, oder? Ihr kennt mich. Ich denke, wir werden alle ruhiger schlafen, wenn wir es uns vorher angesehen haben. Dann gehen wir. Achim, du voran. Gerne. Lass das Feuer nicht ausgehen. Sag ich noch zu den Boronis. Die nicken nur. Mittlerweile ist die Sonne untergegangen und ihr könnt euch nur noch mit dem Licht von euren Stablampen dann über die Hügelkuppen schlagen, die ihr dann entzündet habt, damit ihr dann Restliches sehen könnt. Aber wenn ihr dann über die Berge, ja, über die Hügel hinübergeht, könnt ihr es dann erst riechen und dann erst sehen. Ein atemberaubender Duft hängt in der Luft. Das bemerken vor allem Isaron und auch Zulamin. Es riecht nach Blumen. Und wenn ihr dann über die Hügelkuppe hinübergeht, könnt ihr erkennen, wie dort leicht glitzernd und schimmernd, nicht durch den Schnee, sondern durch Tiere, die dort auf den Blumen sitzen, das Ganze merkwürdig fluoresziert, phosphoresziert und gerade mit euren Lampen, mit euren Stabfackeln dann in ein wunderhübsches Licht getaucht wird. Gemeinsam mit den Blumen, die hier nicht von Schnee bedeckt sind, sondern frei liegen, als ob es im Untergrund irgendwie wärmer wäre als sonst. Schmetterlinge. Mit glitzernden, bunten Flügeln, die hier auf den Blumen sitzen. Auch zu dieser Stunde. Oh, wartet, bleibt stehen. Ist das das? Ich glaube, da hinten sehe ich etwas von dem Gras. Ich wünschte, dass Voltax nicht im Lager zurückgeblieben wäre. Er kennt sich mit so etwas besser aus. Es sieht fast feisch aus, findet ihr nicht auch? Er hat nicht gesagt, dass es so wunderschön sei. Ist aus wie nicht. Blumen. Ist es nicht. Mira knurrt. Gott, sind die böse? Auf ihm zieht seine Waffe. Herrn Magier, ich möchte eine Analyse, bitte. Ja, sicher. Ihr Schatz, bleibt bei Papa Raphim. Ich würde dann einen Odem sprechen in der Variante. Wie heißt die denn nochmal? Entweder Sichtbereich oder Blickfeld. Sie heißt Sichtbereich. Dadurch die Reichweite größer? Bitte? Dadurch die Reichweite größer? Das sind nur 7 Schritte. Was ist mit diesem kegelförmigen Zeug? Ach ja, wie weit ist denn das eigentlich entfernt? Es ist vor euch, wenn ihr jetzt die Hügelkuppe hinunterguckt, ungefähr 10 Meter vor euch und dann quasi die ganze Hügelkuppe einmal so entlang runter. Also ein ziemlich großes Areal. Okay, also ich möchte schon gerne ein bisschen weiter gucken. Einmal vergrößern, das war 49 Schritt. Nee, einmal vergrößern bringt sie, glaube ich, auch. ZFW Schritt, die Reichweite. Also 7 Schritt normalerweise. Nee, lass mich überlegen. ZFW, aber mehr. ZFW heißt, glaube ich, 7 oder 21? Ich bin gerade nicht auf 7, glaube ich. ZFW heißt ZFW. Ja, aber Vergrößerung, die nächste Reichweite wird dann. Die Vergrößerung geht dann über ZFW mal 3. Okay.
Weisheit der Fee mal 3. Was habe ich denn da drin? Okay, 12. Ja, das würde etwa ausreichen. Dann würde ich eben nämlich einmal die Reichweite erhöhen. Das wären dann 5 ZFP. Und die 2 für den Sichtbereich. Den ganz halbieren. Aber nur für die 5? Ja, und ich lasse mir natürlich Zeit. Und den Spruch. Und den Spruch, ja. Te videas. Die Blumen selbst sind nicht magisch, aber die Schmetterlinge, und zwar ungefähr genauso magisch wie ihr. Also wie die Magier. Wie die Magier. Ein jeder einzelne Schmetterling. Wie viele sind denn das? 30, 40, 50. Können sie bei diesen Temperaturen überleben? Bitte, das weiß ich nicht. Sind, aber mir, schaut doch einmal genauer hin. Sind das diese Viecher, die wir schon einmal in Gareth gesehen haben? Ich bin mir nicht sicher. Ich würfel mal. Aus keine Ahnung. Es sind keine Borbot-Moskitos. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich würde Abstand wahren. Mal gucken, ob ich schon was davon gehört habe. Gib mir lieber nochmal eine Magiekunde-Probe. Ja. Wenn es was Dämonisches ist, dann kannst du nochmal 2 drauf tun. Ikanarier-Schmetterlinge. Sie sind quasi Magie in Tier gebannt, also Galotta hat damals viele magische Forschungsschwerpunkte mit den Ikanarias gemacht, als er noch in der Weißen Gilde war. Hat die dann wohl damals noch mit Saldor Foslarin um den Gildenvorsitz gestritten. Das hatte dir Saldor Foslarin vor allem damals noch erzählt. Eine von seinen Räuberpistolen, die er dann immer so am Kaminabend erzählt. Damals war er eben schon suspekt, aber Galotta hat hier mit den Ikanarier-Schmetterlingen viel über magische, theoretische Substitutionen gesprochen. Ja, dann teile ich die Anekdote mal mit den anderen. Ja, und dann sagte er auch noch, dass diese Schmetterlinge wohl eine Art hypnotische Wirkung ausüben. Also gehen wir jetzt wieder, ja? Ja, das wäre das Gesündeste. Gut. Na, ich vergabe mir schon mal vorsichtshalber irgendwie am Saum oder so. Brauchst du nicht. Bei dir weiß man nie. Ich würde auch deine Hand wegschlagen, wenn du ihn für ergreifen willst. Gehen wir jetzt alle. Bombierer, okay. Schatz, wir gehen. So könnt ihr euch wieder zurück zum Lager schlagen und mit dem seltsamen dämonischen Heulen in der Nacht einschlafen. Isaron hat euch davon erzählt, dass das Dämonengras nicht weiter gefährlich ist, aber es war zumindest merkwürdig, dass kein Schnee darüber lag. Am nächsten Tage könnt ihr dann gemeinsam mit den Zeloten über den kleinen Fluss übersetzen. Und nach wenigen weiteren Meilen werdet ihr dann irgendwann in der Mitte des Tages Burg Mersingen erreichen. Ein großes hölzernes Tor, was dann runtergelassen wird mit dem Burggraben, wenn ihr euch dann durch den Wald geschlagen habt. Und die Wachposten, die euch mürrisch anschauen, aber dann zunicken, als sie vor allem Isarun erkennen, oder auch dann den Bandstrahler. Zu Abelmir wird vor allem etwas misstrauisch gemustert und auch Rafim gemeinsam mit dem Eisbären, bis ihr dann auf dem Burginnenhof stehen bleiben könnt, wo es ein sehr trutziges Gebäude gibt, Bergfried. Und dergleichen mehr. Einige Leute, die dann hier Pferde anbinden. Ihr könnt ein paar Golgariten erkennen, die dann euch ebenso mürrisch anstarren. Und einige Pagen, die hier rumlaufen mit dem Wappen der Mersinger drauf. Ist ja schön hier. Hallo? Ja, einer der Pagen läuft auf dich zu. Verzeihung, wie können wir euch helfen? Wir würden gern zum Burgherrn kommen. Der Burgherr, Gernot von Mersing, verweilt leider in Puning. Seit vielen Jahren schon. Nun, dann sein Vogt. Und natürlich, ich werde ihn holen. Einen Moment.
Ja, dauert ein bisschen und dann könnt ihr nach einiger Zeit könntet ihr dann erkennen, wie der Vogt mit dem Mersinger Wappen dann auf euch zutritt, der sich dann vor euch verbeugt. Ah, einen wunderschönen guten Tag. Torben Riemer ist mein Name. Wie kann ich Das euch ist ein helfen? großer. Wie können wir euch helfen? Wir haben nicht damit gerechnet, dass ein Bandstrahler, eine Rajani, ein anderen Fahner, was ist das für eine Gruppe? Wir haben gehört, dass sich ein Heer unter Führung von Anzin von Rabenmund in der Nähe aufhält. Wir wünschen mehr darüber zu erfahren. Sie waren nördlich von hier gesichtet. Sie sind auf der Reichsstraße entlang in Richtung Sankt Baronia gezogen. Das ist 2 Tage her. Nun, hab Dank. Das war's schon? Dies beendet dann noch ja den Grund unserer Anwesenheit. Gut, dann, wenn wir euch noch etwas anbieten können. Vielleicht könnt ihr diese Pilger, diese Zeloten, verköstigen, wenn es euch nichts ausmacht. Er schaut sich die einmal an, sieht dann auch wohl die rasierten Häupter und auch das Bohrenrad, was bei denen eingebrannt ist, nickt dann. Ja, das werden wir selbstverständlich tun. Diese Region ist nicht nur Travia, sondern auch Borongläubig. Wenn Sie nach Sankt Baronia aufbrechen wollen, dann können Sie sich sicherlich den Golgariten anschließen. Auch wenn ich gehört habe, dass wohl einige von Ihnen in Richtung Baronie Rammholz wollen oder sogar noch weiter nördlich in Richtung von Wutzflucht, Wutzenwald. Tatsächlich, wisst ihr den Grund, warum sie dort in den Norden möchten? Der Baron hat um Hilfe gebeten, ein Schreiben, das ihn erreicht hat, den Raben von Punin, und dieser sandte seine Streiter auch von Richtung Wutzenwald, da dies ein sehr gläubiger Mann ist. Sie werden ihn dort unterstützen mit den Problemen, die er unter anderem hat. Eine Armee aus Kindersoldaten, die sich wohl im Süden von ihm einem Martern-Kindervater angeschlossen hat, einem Schmied. Schüttelt ein bisschen mit dem Kopf. Das klingt ja furchtbar. Untot in den Wäldern. Immer noch, ne, verständlich. Ja, sie sind, ihre Zahl ist Legion. Man kann sie nicht abschätzen. In jedem Wald sitzen sie. Schratenforst, im Zorgforst, Wutzenwalder Friedfangforst, Rammholz, Elfenwald, Rotholz, überall. Ihr solltet euch auch hier nahe an der Reichsstraße, solltet ihr euch nicht mehr in die Bäume schlagen. Das könnte sehr gefährlich sein. Auch wenn wir mittlerweile einen Großteil der Wälder gesäubert haben. Ohren sei Dank. Wir werden uns eure Warnung zu Herzen nehmen. Und die Herren und Damen Pilger werden sich sicherlich freuen zu hören, dass sie wohl noch auf dem Weg nach Sankt Avoronia unsere Gesellschaft teilen können. Sagt einmal, wie lange dauert es von hier aus nach Sankt Aburonia? Ich nehme mal an, heute Abend werden wir es nicht mehr schaffen. Von hier aus sind das 20 Meilen. Nein, das werdet ihr vielleicht mit schnellen Pferden schaffen, aber wenn ihr noch nicht ganz ausgeruht seid, ihr könnt natürlich auch hier bleiben, wenn ihr mögt. Ein Pfeil des Lichts, ein Bandstrahler, eine Rajani, das sind sicherlich gern gesehene Gäste und wir möchten euch im Namen von Gernot von Mersing dann auch sicherlich Obdach bieten. Wollen wir In einen diesem Namen? Falle nehmen wir das gerne an. So sieht es aus. Nun, während wir hier bleiben, würde ich mich gern mit dem Hauptmann eurer Wache unterhalten über den Fortschritt in den Wäldern. Falls ihr nicht zu so beschäftigt seid mit euren Aufgaben, würde ich mich natürlich auch über eure Expertise freuen. Nun, wir sind dann natürlich noch etwas dabei, die Vorräte der Golgariten aufzustocken, damit sie den langen, beschwerlichen Weg antreten können. Aber wenn ihr mögt, können wir natürlich gerne darüber reden. Sehr gerne. Davon würden wir uns gerne überzeugen, wie nun die Lage in dieser Region ist. Das letzte Mal waren wir vor beinahe einem Götterlauf hier. Nein, nicht ganz so lange, aber naja, schon einige Monde. Nun, die Wälder und Berge hier, vor allem in Richtung Süden und in Richtung Osten, waren schon immer gefährlich. Gerade die Trollzacken und auch im Norden von hier dann die schwarze Sichel, viele Orks, Goblins, Trolle, all dieses widerliche Gelumpe. Und jetzt gerade im Norden von hier an der Reichsstraße die ganzen Untoten. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die Goblins und die Orks sie selbst vertrieben haben aus ihren Wäldern. Aber das Vieh wird aufgescheucht und wir müssen unsere Feronis zur Jagd anhalten, damit sie gutes Fleisch wieder zurückbringen. Aber wir können uns zumindest noch weiter ernähren. Wir sind nicht auf Essenslieferungen aus dem Ausland angewiesen, was natürlich aufgrund der fehlenden Reichsstraße mittlerweile sehr schwierig wird.
Verstehe. Aber es freut mich zu hören, dass es euch hier relativ gut geht. Er nickt. Ich hatte mit schlimmeren Verwüstungen gerechnet. Umso besser. Gut, lasst uns vielleicht hineingehen. Es ist doch sehr kalt auf dem Burghof. Nun, dann sollt ihr euch an den Feuern und den Kaminen wärmen. Willkommen. Gut, so könnt ihr euch den nächsten Abend in Burg Mersingen aufhalten. Gernot von Mersingen habt ihr auch schon kennengelernt. Das war der Golgarit, der Boron-Hochgeweihte, der am Raben von Puni noch mit verweilt hatte. Den hattet ihr also auch schon kennengelernt. Könnt ihr dann einige Geschichten vielleicht aus Puni noch mit berichten, wenn ihr das mögt. Und dann vom Herren berichten. Und so den Abend verbringen.